Video, wo alle gesagt haben, soll ich drauf reagieren? Wir hatten ja letztens auf Straßentinder reagiert, da war ja Kulturschock für alle, nicht nur für mich, auch alle in den Kommentaren waren so, what the fuck, was ist hier los? Und alle waren sprachlos, was da für Leute rumgelaufen sind. Aber jetzt soll es hier genauso sein. Gehst du fremd, Absturz, Jugend Frankfurt? Ich bin wieder gespannt. Ja, what the fuck, what the fuck? Ja, hol doch einfach Polizei, oder? Ja, das ist gut. Psycho, Mula, Mula. Frag mich, ich wurschtpart, ich bin dein Bruder. Hey, ist dein Vater Blumenpflücker? Weil der so eine schöne Blume gegründet hat. Jo! Der Vater hat eine Blume gegründet. Was war das denn für ein Kackspruch? Oh, was geht ab, Leute? Und herzlich willkommen zu neuen Video. Seht Frankfurt! Freunde, ich sag euch wirklich, eigenes Planetarium. Frankfurt ist wirklich drüber und drunter. Überall sind einfach nur Menschen, die interviewt werden wollen. Freunde, mittlerweile ist so eine kleine Zeit. Man fragt sich, warum geht die Liebe auseinander? Warum trennen die sich die Leute? Warum dies, das? Wir fragen die Leute einfach mal, ob die schon mal fremdgegangen sind und wie die fühlen, auf was die stehen. Deswegen würde ich sagen, Freunde, Frankfurt am Start. Let's go, let's. Gute. Wer bist du? Madi. Madi? Ja. Yeah. Was ist denn das für ein Style, Junge? Mein Style, Mann. Digga, stehen die Frauen aus Frankfurt auf sowas? Ist mir ziemlich scheißegal. Mach mal so ein bisschen Rock'n'Roll, ey. Burn it. Ja! Bist du schon mal fremdgegangen, mein Freund? Nee. Nicht? Nee. Wie stehst du zu sowas? Boah, finde ich scheiße. Wenn man nicht mehr zufrieden ist mit seiner Beziehung, dann soll man Schluss machen, sich was zum Bumsen suchen. Ganz einfach. Wenn du unzufrieden bist, dann mach Schluss, oder? Ey, der hat's krass. Der hat komplett recht. Stimmt. Also Fremdgehen ist die allergrößte Scheiße. Dann sei ehrlich, sag, ja, suchst du was Neues, dann ist es zu Ende und dann. Das ist komplett alles richtig. Er weiß es, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, er labert jetzt irgendeine Scheiße, aber er hat einfach 1.000.000% recht. Wie stehst du zu sowas? Boah, finde ich scheiße. Wenn man nicht mehr zufrieden ist mit seiner Beziehung, dann soll man Schluss machen, sich was zum Bumsen suchen. Ganz einfach. Wenn du unzufrieden bist, dann mach Schluss oder ändere was in der Beziehung. Arbeite dran. Bruder, ey! Fertig, Video fertig. Einfach durchgespielt. Richtige Antwort und Outro geschafft. Schlauster Typ im ganzen Video. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber sick. Also ja. Hey, hey Brate. Wie geht's? Gut? Gut, Bruder. Gut. Where from? Albanien. Hey, wo? Kosovo? Kosovo. Kosovo, Albaner? Ja. Yeah. Bist du schon mal fremdgegangen? Wer ist denn hier? Hey, Chico! Digga, wie süß ist er denn? Mach mal so. Bist du schon mal fremdgegangen? Ja, normal. Ja, Mann. Echt? Echt. Wie oft? Viele Mal. Brille? Viele Mal. Okay, wollen wir mal ein bisschen herausfinden, ob du wirklich flirten kannst? Ewa, Mädchen. Alles gut? Ja. Was machst du? Nix. Wer bist du? 15. Hast du Freund? Was? Hast du Freund? Nein. Hast du nicht? Er hat gerade gesagt, er ist schon mal fremdgegangen. Was hältst du davon? Nicht gut. Warum bist du schon mal fremdgegangen? Das ist ja unglaublich unangenehm. Wieso machen die da mit? Das verstehe ich immer nicht. Weil meine Freundin hat mich ja geärgert, Bruder. Da geht mal fremd. Berechtigt, oder? Nein. Weißt du was? Was? Ich liebe dich. Oh, und du? Okay. Weißt du, was ist das denn? Das ist doch gestaged, das kann doch nicht sein. Wir sind ready. Let's go, Digga. Mein Bruder will dir etwas sagen. Eine schöne Auge. Was? Du hast schöne Augen. Ah, danke schön. Voll süß. Und zwar der andere Spruch. Das war's. Ja. Er hat auf jeden Fall gesagt, er ist schon mal fremdgegangen. Der obere oder der untere? Nee, der untere. Ja, nicht gut. Was soll ich dazu sagen? Ich kenne ihn nicht. Er ist schon mal fremdgegangen. Wieso muss das noch gefragt werden? Oh nee, ey, herrlich. Wie glücklich auch einfach auf den Schultern. Aber das heißt ja eigentlich, dass er auch viele Frauen haben kann, ne? Und? Aber du hast so schöne Augen, oh mein Gott. Ich liebe dich. Lass. Oh, schon wieder? Das ist doch doof irgendwie. Mal das einfach mal gut sein. Jungs, warum riecht sie so nach illegalen Substanzen? Bruder, normal hier. Ich hab grad einen Joint geraucht. Normal hier, kannst du halt. Da bist du schon mal fremdgegangen. Ich? Ja. Ich hab einen Joint geraucht? Hä? Was ist das denn? Ja, Bruder, einmal. Wie ist das abgelaufen? Schlecht. Also ich hab's ihr gesagt, so, ja, ich bin fremdgegangen. Immerhin, Digga. Wie ist es bei dir? Ich bin auch so zweimal fremdgegangen ungefähr. Ich war ein bisschen angetrunken, also nicht besoffen jetzt. Ja, meine Freundin war halt weg in Rumänien, weißt du? Und die andere hier hat mich angemacht, weißt du? Und Bruder, wir haben so ein bisschen geredet.
Das finde ich doof. Mal sowas, warum ist denn das so? Also, meinetwegen können das einfach den ganzen Tag irgendwelche Leute arbeitslos sein und irgendwie am Bahnhof rumchillen und da einen kiffen und sich da zusaufen und den ganzen Tag nichts machen. Aber warum müssen die dann auch noch, also wieso müssen die dann auch noch fremdgehen? Das macht sie einfach so unendlich unsympathisch und scheiße. Die denken, das wäre krass. Also das ist ja, also, wie ich die beiden automatisch hasse, das frag ich nicht. Warum sind sie jetzt arbeitslos? Dann sind sie nicht, aber das wäre mir alles egal. Könnt ihr da die heftigsten Assis am Frankfurter Hauptbahnhof fragen? Das wäre mir egal. Aber wie oft die damit auch umgehen, dass sie fremdgehen, das ist einfach, what the fuck. Geredet so und dann zweiten Tag haben wir uns getroffen. Ach, nur getroffen? Ja, nur getroffen und... Was und? Bumser. So, ich war im Club und ich hatte halt damals eine Freundin. Dann habe ich halt so ein Mädchen kennengelernt, die hat mit mir so geredet, also die hat mich angesprochen. Ich habe getrunken, ja, und dann kam es eins zum anderen. Und ja. Ja, die hat mich gefragt, ob ich gucke. Ja. Und wie ist es beim anderen Mal gewesen? Beim anderen Mal war so, das war ihre Cousine. Ist wenigstens in der Familie geblieben, ne? Ist man ja nicht muss so den Kreis klein halten, weißt du? Meine Meinung dazu geht gar nicht, ne? Ja, ich weiß, Bruder, nach dem habe ich auch nicht gemacht. Sag mal Entschuldigung an deine Ex-Freundin. Es tut mir leid. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Wie geht's? Gut, und dir? Ein bisschen auf Jungsjagd? Ja. Scheiße, die sind auch noch stolz drauf. Ich verpack's nicht. Und deswegen haben wir hier die Boys. Du kennst doch Candy Crush, gell? Ich bin dein Candy, du bist mein Crush. War der gut? War okay. So von 1 bis 10? 7. Wie findest du den allgemein? Sieht normal aus. Aber was findest du? Es sieht normal aus. Also das ist doch das ist, also das normal, also das tut ja schon richtig weh. Also das tut ja mehr weh, als würde sie jetzt sagen, er sieht hässlich aus. Er sieht normal aus. Also normal, ihr fragt jemand, normal, ist das gut oder schlecht? Das ist definitiv schlecht. Normal. Also normal. Das ist das Schlimmste. Also sollte irgendwann eine Frau zu euch sagen, dass ihr normal ausseht, dann lauft. Das wird nichts mehr. Sonst nice bei so Jungs? Die Augen. Bist du schon mal fremdgegangen? Nein. Fremdgehen ist ja eine Entscheidung. Absolut. Was hältst du davon? Was denn? Von Fremdgehen? Ist scheiße. Hast du es schon mal gemacht? Nein, ich hab noch nie eine Freundin. Ist es für dich ein Problem, dass er noch... Alter, stimmt. Wenn du noch nie eine Freundin gehabt hast, kannst du doch nicht fremdgehen. Noch nie eine Freundin hatte? Ey, voll süß. Wollt ihr mal Nummern austauschen oder wie? Ich weiß, du findest mich hübsch so. Willst du meine Nummer haben? Ja, so perfekt. Nicht mehr. Wie findest du ihn? Ich weiß, du findest mich hübsch so. Hübsch so? Hip oder hübsch? Wie? Ich weiß, du findest mich hübsch so. Willst du meine Nummer haben? Ja, so, perfekt. Ich weiß, du findest mich hübsch so. Ja, so, perfekt. Nicht mehr reden. Mein Handy ist leer. Also gibst du ihm die? Ja. Hast du gesehen, Junge? Einfach mal den Mannchen, einfach mal da sein. Yeah. Einfach mal zeigen, dass du einen dicken Pimp in der Hose hast. Ja, yeah, ja. Bestanden. Und dann knappt es auch mit den Weibern. Bruder, weißt du, wie das funktioniert? Yeah. Du tippst einfach rein. Candy Crush. Guck mal, wie süß ich dich eingespeichert habe. Oh, süß. Weil du bist ja so süß wie ein Candy. Na? Tut mir auch die mit dem. Uiuiui. Ui. Was machst du? Wir chillen ein bisschen. Bisschen Boys? Nein, ich hab einen Freund. Bist du der Freund von irgendjemandem? Nein. Was haltet ihr von dem? Findet ihr den hübsch? Nein. Nein. Gar nicht mein Typ. Das ist mein bester Freund. Das ist eine gute Freundin von mir. Und ja, gleich. Weil mal, er ist ihr bester Freund, aber sie ist nur eine gute Freundin? Hätte ich die beste Freundin. Wie sieht's aus, Bruder? Du findest ihn aber ganz gut, oder? Ja, Bruder, so geht klar. Findest du ihn gut? Hübsch? Geht fit. Wie findest du seinen Style? Von 1 bis 10? Ja, sein Style einfach. 10. Was scheitert an der Beziehung so? Ich kann ihn nicht lieben. Er ist wie ein Bruder für mich. Und bei er dir? Ist traurig. Er steht komplett auf sie. Also bei mir ist halt auch so. Sie ist halt auch wie eine Schwester für mich, ne? Das wollte ich mal kurz erwähnen hier. Und ja. Was an einer Beziehung nicht geht bei der, dass sie halt immer aggressiv ist und sehr eifersüchtig. Seid ihr schon mal fremdgegangen? Ich mein's in einer Beziehung sehr ernst und da würde ich auch die Beziehung nicht so aufs Spiel setzen, indem ich meinen Freund fremdgehen würde. Bruder, warum der fremdgehen? Man braucht eine Versicherung. Da hast du 10 Weiber, Bruder. Wenn die eine geht, hast du die andere. Wenn die andere geht, hast du die andere. Bei dir keine Versicherung. Bist du denn schon mal fremdgegangen oder was? Also nicht fremdgehen, also ich nenne das mal nicht so. Aber wenn halt die eine geht, hast du die andere. Was hat der? Das verstehe ich jetzt nicht. Der hat 10 Freundinnen oder was? Also... Der schämt sich ja in 5 Jahren in Grund und Boden. Hä, ich denke, ist dein Bruder. Ja, er ist ein Bruder für mich. Also mein Bruder hat es, aber er ist mir fremd gegangen. Ja, er ist mir fremd. Was? Aha, Boris. Und du warst mit den beiden zusammen? Ja. Ja, Bruder. Hast du es den richtig? Zum Glück nicht. Ich wollte nämlich deinen Millimeter in mir haben. Wollte ich nicht haben. Oh. Wollte ich nicht. Sie weiß ja, wie der geschmeckt hat so und wie groß der war. Ich glaube, das ist wie bei... Wieso steht das alles im Internet? Das ist ja ganz schrecklich. Mein Bruder ist mir fremdgegangen.
sie weiß, wie der Millimeter-Penis geschmeckt hat. Was labern die denn? Ist das gestaged? Hat die gekauft? Hat die bezahlt, dass sie das sagen? Beide die Antwort dafür. Sag mal, welche von den drei findest du denn, oder vier, nehmen wir den mit, findest du am hübschsten? Die ist eine 10 von 10, die eine 8 von 10 und die eine 7 von 10. Assi. Er ist mir fremdgegangen mit einer Stella. Fremdgehen heißt es, wenn man mit einer Person was gewisseren Körperkontakt hatte. Nicht nur Fremdgehen. Fremdgehen ist nicht nur Körperkontakt. Es sind auch die Sachen, wenn du hinter deiner Freundin mit Leuten rausgehst. Nein, wenn ich mit Mädchen draußen bin und ich hab eine Chaya und ich nichts mit der mache, warum soll es dann Fremdgehen sein? Wenn du hinter meinen Rücken mit der rausgehst und mir das nicht sagst, ist es auch Fremdgehen. Ja, das ist wirklich Fremdgehen. Also ich sehe das als Fremdgehen. Wisst ihr, so Jungs nennt man Fuckboy, aber mich nennt man Playboy. Das ist halt... Das kann nicht sein. Wie alt ist denn der? Also das war's auch dann. Der arme Bri in der Mitte. Ja, der checkt das alles. Ich glaube, der checkt. Ich glaube, der in der Mitte checkt's. Das ist ein guter Freund von ihm wahrscheinlich, aber er schämt sich gerade ultra. Er sagt auch nichts. Er macht's richtig. Er ist kurz davor, hinter die Kamera zu treten. Wahrheit so. Willst du es mal zeigen, oder? Oh, wir müssen gucken, ob er es schafft oder nicht. Ich weiß es nicht ganz genau. Bruder, komm mal schnell her. Jo. Du brauchst keine Introduction, ne? Du kannst es einfach so. Okay. Und film mal nochmal seinen Körper kurz von oben nach unten. Ah, komm. Ein Mann, wie er im Buche steht. Guck mal, ich hab dich gesehen, du bist halt voll süß so. Könnt man dein Insta haben, so ein bisschen was zu Anfang, so freundschaftlich und so. Er hat achtmal und so gesagt. Ist das gut? Er sagt nach jedem Wort und so. Buche steht. Guck mal, ich hab dich gesehen, du bist halt voll süß so. Könnt man dein Insta haben, so ein bisschen was zu Anfang, so freundschaftlich und so. Und ja, du bist halt süß. Freundschaftlich, okay, alles klar. Das glaubst auch nur du, oder? Wie findest du den denn so? Vom Auftreten? Als nicht der beste Anmachspruch. Freundschaftlich. Er ist kein Fuckboy, er ist ein Playboy. Und er soll sie jetzt klar machen und sagen, er will was freundschaftlich von ihr haben. Also das... Bruder, du hast ein bisschen... Aber ist sie auch nicht 3 Jahre älter als er? Ist dein Vater Blumenpflücker? Ja. Ich glaube, der hat da eine sehr schöne Blume, wie soll ich dir das mal sagen, gemacht, ne? Also... Schöne Blume gemacht. Er guckt auch schon weg. Er guckt weg. Er ist raus. Er weiß, das war nichts. Jetzt kann ich sagen, das tat auf jeden Fall weg. Bruder, weg. Hä? Bruder, ist ihr Vater Blumenpflücker? Und sie fragt, warum? Weil der so eine schöne Blume gegründet hat. Gegründet? Er hat einfach eine Blume gegründet. Das lernt ihr. Das ist kein Fuckboy, er ist ein Playboy. Weil ist dein Vater Blumenpflücker? Ist das überhaupt ein Beruf? What the fuck? Das ist Blumenpflücker? Weil er so eine schöne Blume gegründet hat. Ja. Komm, Bruder, einen hast du noch, oder? Einen hast du noch. Ist deine Mutter Diamantensammlerin? Warum? Das ist doch auch wieder kein Beruf, Alter. What the fuck? So geht das doch gar nicht. Weil ich in deine Augen geschaut habe, sie funkeln wie Diamanten. Ja, den habe ich halt auch schon mal im Kindergarten gebracht, ne? Kann man sich so kennenlernen? Es muss ja nicht Freundschaft sein. Ich bis du mich liebst. Der ist... Komm! Habt ihr euch nicht kurz mal so vorgestellt, wie er so richtig loslegt, der Bre? Nee. Nicht, dass der zusammenbricht oder so. Das hast du jetzt gesagt, nicht wir. Nein, ich mach nur Spaß. Bruder, ich feier auf jeden Fall, dass du Selbstbewusstsein hast, weil das haben schon mal die wenigsten. Ja, das stimmt. Aber so all in all, hat nicht gereicht. Nee, sorry. Wir haben hier auf jeden Fall wieder schöne Damen, ne? Und heute wird noch gedingst, oder? Ja. Yeah. Also gedanced. Gedanced. Lässt du heute die Sau raus, oder? Heute geht's darum, wir haben hier... Hä, wieso machen die da mit? Die sind doch nicht... Also, wollte ich sagen, sie sind doch nicht doof, aber vielleicht schon, aber... Oder? Oder wissen die das vorher noch nicht? Egal, was da jetzt passiert, das wird dir noch mega peinlich sein. Ein Bre, hübsch, wie Gott ihn geschaffen hat. Ja, Mann. Wie findet er erstmal optisch? Macht schon was her, oder? Ja. Okay, performst jetzt ein bisschen, zeigst, was du kannst, rein in die Masse. Q6, 9, Frau! Ich bin auf Frankfurter Main und ich chill aus U3, wo man sein muss. Schieße sogar auf den Bullen mit der Uniform, weil er ist ein Hurensohn. Krass, weil du ziehst Hasch, ich komme von der Straße, wo du wieder... Wieso schießt denn er auf Polizisten? Das ist doch scheiße. Du willst doch nicht jemanden daten, der auf Polizisten schießt. Oh Gott! Was ist das denn für eine Scheiße? Das kommt doch, wer findet das denn gut? Wieder angeklagt, wieder bin ich nach der Jagd, wieder jag ich nur mal Schnapp, wieder komme ich von der Straße. Ewa. Bisschen Gänsehaut bekommen. Ich mach nochmal einmal. Wenn es sein muss, schießt sogar auf den Bullen mit der Uniform, weil er ist ein Hurensohn. Ewa. Was ist der denn ein Hurensohn? Du denkst, du bist krass, weil du tickst wieder harsch, komme wieder von der Straße, wurde wieder angeklagt, wieder bin ich nach der Jagd, wieder jag ich nur mal Schnapp, wieder komme ich von der Straße.
Wurdest du schon mal betrogen? Nein. Belogen? Oft. Oft genug. Hast du schon mal schlechte Erfahrungen gesammelt in der Beziehung? Ja, schon. Meine letzte. Ich wurde geschlagen und mir wurden Sachen verbietet. Ich wurde angemotzt, als ich mit meiner Tante bei Netto war. Warum hat er das gemacht? Oder? Ich weiß nicht. Weil es hat genau am ersten Tag angefangen. Am ersten Tag hat er dich umgehauen? Ja. Mich angeschrien und so. Hat mich auch mal als Schlampe bezeichnet. Das hat er sich letztens wieder an mich rangemacht. Er hat an den Tag mit seiner Freundin Schluss gemacht, hat sich an mich rangemacht. Er hat gemerkt, es klettert, und dann war er wieder mit seiner Freundin zusammen. Digga, what the fuck? What the fuck, Digga? Einfach geklaut. Du hack jetzt gelaufen! Und dann einfach angegangen. Gib mir doch einfach das Geld. Ja, ist doch kein Problem. Ich zahle euch die ganze Million. Ich bin doch reingekommen. Wollt ihr mich verarschen? Wo denn? Hol doch einfach Polizei, oder? Alle von deinen Feuer auf! Stehen da nicht zwei Polizisten? Ich bin Isisch aus Frankfurt, ich heiße Isisch.Frankfurt mit 2 T am Ende auf jeden Fall. Nebenbei, Digga, guck mal hier, wie lange, die brauchen eine halbe Stunde, Digga. Die brauchen eine halbe Stunde, um zu kommen. Warte, ich klär das kurz, Digga. Wenn halt irgendjemand die abgestochen mit irgendwas, wenn man halt erst nach 15 Minuten da ist, Bruder, dann passiert halt auch nichts mehr, ne? Boah, ganz schwierig, Digga. Guck mal, eigentlich wollten wir darüber reden. Psycho, Mula, Mula. Was soll das denn? Was ist das denn für ein scheiß Interview? Das hat doch auch null Inhalt. Was soll denn das? Frag mich nicht, wo ich gerade bin. Ich weiß nicht, Bruder. Seid ihr Rapper oder was? Ja, Mann. Wir werden Rapper. Wie ist dein Name? Lelo. Lelo069er. Tschüss. Ey, Bruder, ich liebe dich. Yeah? Tom Supreme, Mann. Yeah, oh mein Gott. Sie hat gar nichts gesagt jetzt. Sie hat nur irgendwelche... Wie heißt das? Wenn man einfach so Geräusche macht. Wenn im Vordergrund jemand rappt und im Hintergrund macht man irgendwelche Fantasiegeräusche. Wie heißt das? Adlibs. Ja, sie hat nur Adlibs gemacht und ist wieder gegangen. Was ist das denn? Was geht ab, mein... Guck mal, eigentlich geht's um Betrügen, aber ich glaube, du bist... Baba, Brille. Betrügen? Alter, ich hab noch nie eine Freundin. Wieder. Seht ihr? Ach so. Ey, du hast eine Baba-Brille. Ich weiß. Ist sie Drogendealer? Wieso, ich weiß. Sag mal auch erstmal danke. Sie ist doof. So. Ja, wir werden nächste Pablo Escobar. Wir werden Pablo Escobar irgendwann. Wir sind rich, weißt du, wir machen... Weißt du? Aber die... Ja, haben wir kurz einen anderen Spruch. Flirte sind... Ach so. Ey... Jeder Mensch ist ein Stern. Was geht ab, Alter? Ich wurde einfach gekauft. Ja, komm her, komm her. Dieser Junge ist prominent. Ich liebe dich, Montanemek. Warte, du bist der Beste. Du hast sehr schöne Augen. Dankeschön. Die Augen sind das Tor zur Seele. Weißt du, ich habe dich gesehen und du bist eine ruhige Seele. Eine wirklich sehr ruhige Seele. Und das passt zu meinen Eigenschaften, dich als... Das ist auch viel, das ist too much. Das ging gut los. Der Anfang war super. Das war erstmal gut. Aber dann hat er völlig, er hat gar nicht auf mir aufgehört. Das ist doch kein Gespräch. Sehr schöne Augen. Dankeschön. Du hast sehr schöne Augen. Sie hat sich gefreut, sie hat gelächelt. Toll. Jetzt kann er noch eine Frage stellen und dann gibt's doch erstmal eine Antwort von ihr. Also das musst du halt hin und her gehen. Aber dann? Die Augen sind das Tor zur Seele. Weißt du, ich habe dich gesehen und du bist eine ruhige Seele. Eine wirklich sehr ruhige Seele. Und das passt zu meinen Eigenschaften, dich als Stern zu erkunden. Ich lade dich zu meiner Galaxie ein. Das ist zu viel. Freestyle oder was war das? Das war Freestyle, ja. Hey, aber ich bin gedacht. Aber jeder Mensch ist ein Gewässer und eine Galaxie, ein Stern. Jeder Mensch gehört zu einer Galaxie. Sie hat immer noch nichts gesagt. Sie hat immer noch nichts gesagt. Nie so einen guten Anmachspruch gehört. No joke. Und? Bist du dabei? Ja. Nimmst du die Einladung an? Aber ich hab leider jemanden im Auge. Sie hat so doll keinen im Auge. Kannst du ja auch mich im Auge behalten. Wen hast du denn im Auge? Egal. Hast du Jeder kann sein Weg. Nein, wir haben... Ich habe keinen Quatsch, es ist nur so Kennenlernphase gerade. Lern dich doch mal mit ihm kennen. Aber der an... Was mit dem anderen? Ist der ein bisschen hübscher? Ja, ist auch Kroate. Kann man nichts machen. Aber trotzdem war der Spruch süß. Hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen. Ich auch. Ich wünsche dir einen sehr schönen Lebensweg. Ja, ich habe eine Weisheit, die habe ich wirklich selber erfunden. Und zwar das Leben. Ja, das ist gut. Das war gut. Das wäre mir jetzt zu viel gewesen. Also ich fand den Typen super sympathisch, aber ein bisschen drüber. Sympathisch, aber drüber. Er war zu motiviert auf einmal, weil die Kamera lief. Scheiße, es geht noch weiter. Aber noch mit ihm? Das Leben. Nein, das wäre das Ende. Das Ende wäre ich jetzt gut gefunden. Einfaches Konzept, aber es ist dennoch komplex. Da bin ich. Merkt euch die Worte. Weisheit von Bilal Temel. Ich hätte das Ende gut gefunden. Das wäre so ein offenes Ende. Jeder hätte... das einfach so interpretieren können, wie er es mag. Aber trotzdem war der Typ cool. Weniger ist manchmal mehr, ja. Krass. Ging mal in eine ganz andere Richtung. Aber es ist ja jedes Mal anders. Ich wusste, dass ich wahrscheinlich wieder so geschockt sein werde von dem Publikum. Bin ich auch, aber völlig anders als letztes Mal.